Hallo und willkommen zurück zu Maniac Mansion. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, sollte das nicht so sein, dass man auf den eingesperrten Charakter nicht mehr zugreifen kann. Und deswegen habe ich die ganze dritte Folge nochmal nachgestellt. Und wie ihr seht, Bernard ist noch da, er steht hier unten. Allerdings ist die Tür leider verschlossen. Dafür haben wir hier zwei Fenster. Made in Sweden. Gutes Schwedenstahl. Groß, aber leerer Kerzenständer. Genau. Ein Skelett. Ich frage mich, ob ich den kenne. Die beiden. Was? Oh. Ich denke mir, die beiden Gitter könnten vielleicht die beiden Gitter vorne bei der Eingangstür sein. Schauen wir mal, ob wir da. Nee, es sind ja gar nicht zwei, ne? Es ist ja nur einer. Oder? Ist dahinter auch noch. Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Okay. Dann, Secret Lab. Die äußere Tür. Die ist aber leider auch verschlossen. So, und ich habe hier gerade zufällig. Wo war's? Warte, war's da? Nee, da war's, genau. Ein Stein in der Wand scheint etwas lose zu sein. Okay, sonst gibt es hier echt nichts mehr. Dann drücke ich da mal drauf. Tür geht auf. Schnell raus. Nein, verdammt, das geht nicht. Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht kann ich ja. Ich muss mal schauen. Ich glaube, die Tür geht. Wenn ich es richtig gesehen habe, geht die Tür zu in dem Moment, in dem ich aufhöre zu drücken, oder? Jetzt ist sie offen. Ja, und wenn ich weglaufe, geht sie zu, okay? Ja. Das heißt, ich müsste in der Lage sein, mit jemand anderem da reinzugehen. Ja, tatsächlich ist sie jetzt offen. Wahnsinn. Hey, Bernard und, wie heißt der andere? Dave, genau, Dave. So, dann wollen wir doch mal dem Dave alles geben, was wir hier haben. Weil wir wollen ja mit Dave zum grünen Tentakel hoch. Oh, Moment. Hoffentlich komme ich jetzt wieder raus. Oh, wenn nicht, war das echt dumm. Ah, was passiert hier? Daddy hat sich in letzter Zeit seltsam verhalten. Moment. Ja, okay, sorry. Diese Zwischensequenz, die hatten wir schon in der letzten Folge. Allerdings kam die nicht beim Nachstellen, deswegen kam die jetzt. Okay. Halb so wild. So, einmal aufdrücken. Okay, ja, das funktioniert. Also ich kann da sowohl rein als auch raus. Nur halt eben mit nur einem Charakter. Also einer muss drin bleiben, will ich damit sagen. Einer muss drin bleiben. Ja, vielleicht finde ich irgendwann noch einen Schlüssel dafür. Dann sollte sich das soweit erledigt haben. Aber jetzt werde ich erstmal zum Tentakel hochgehen. Das Tentakel hat Durst. So, das mit der Pepsi habe ich schon versucht, ne? Ne, genau, da muss ich mal rülpsen. Ciao. Nein, nicht. Glas. Moment. Warte mal. Hab ich nicht. Ich hab doch da unten Wasser. Ich hab sogar zweimal Wasser. Ich hab Wasser im Pool und Wasser in der Küche. Ich nehme hier mal eben. Hoffentlich ist jetzt nicht jemand hier in der Küche wieder. Okay, tatsächlich funktioniert das? Wow. Okay, ich habe also Wasser.
dann biete ich das doch mal dem Tentakel an. Weil ich fürchte, dass die halt weg sind, wenn ich sie dem Tentakel gebe. Aber das Wasser kriege ich, also das Glas kriege ich vielleicht wieder zurück. Ist so mein Gedanke. Danke! Hey, tatsächlich! Nicht schlecht! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, cool. Eine liebenswerte Pflanze. Oh, die ist so hübsch. Gut. Faszinierende Fenster. Das Tentakel ist aus dem... was haben wir denn hier? Developer Tray. Eine Entwicklungsschale. Vergrößerer. Das ist ein Fotolabor. Moment, rotes Licht sollte harmlos sein, ne? Rotes Licht sollte harmlos sein, ja. Das sollte harmlos sein. So. Haben wir da was drin? Nein, wir sind verschlossen. Aber das macht nichts. Ich habe doch Schlüssel dabei. Nein, das ist der falsche. Und der passt leider auch nicht. Schade. Okay, kann ich die Entwicklerflüssigkeit? Nee, kann ich nicht. Okay. Was ist das? Achso, das ist die Ecke des Raums. Okay. Gut, dann mache ich mal wieder das Licht aus. Ich will ja nicht hier Verdacht erwecken. Hey, Tentakel, wo bist du? Tentakel? Wo ist das Tentakel hin? Geht es zu Dr. Fred und verrät mich? Das wäre fürchter... der sieht ja hübsch aus. Bevor ich da reingehe. 4 Türen, 5 Türen. Okay, ich fange mal hinten an. Was ist das denn? Eine Pflanze. Faszinierend. Ein Familienporträt. Eine große, glückliche Familie. Und ein leerer Kamin. Eine alte Schreibmaschine. Eine Man-Eating Plant. Nein, du kannst nicht in mein Ohr flüstern. Kann ich mit dir sprechen? Nee, kann ich nicht. Schade. Hä? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich sie ja mit Pepsi gießen. Tatsächlich? Wow. Okay. Möchtest du vielleicht einen Truthahn essen? Den Braten. Was ist das da eigentlich? Paint! Oh, Paint! Ich hab doch Paint-Entferner. Wo hab ich den denn? Da! Funktioniert nicht. Keine Ahnung. Da oben ist... Da ist ein Loch in der Decke. Kann ich vielleicht den... das verrottete Essen auffrischen, indem ich es im Kamin grille? Nein, scheinbar nicht. Na gut. Dann gehe ich mal hier rein. Okay, ein Playboy-Kalender. Mai 1972 und Ted... Ted's Death Day? Was ist Death Day? Ist umkringeln. Wer ist Ted? Keine Ahnung. Extra Körperteile. Au, ja... Kann ich davon was ins Glas abfüllen? Nee, lieber nicht. Oder vielleicht mit Ketchup? Nee. Käse? Nee. Ich höre auf. Ein Sarkophag. Den kann ich doch bestimmt öffnen, oder? Ha, tatsächlich. Unglaublich. Kann ich mich reinstellen? Schade. Gedacht, ich kann da reingehen. Use Sarkophagus. Funktioniert nicht. Okay. Nur das Allernötigste für nach dem Tod. Ja, das Allernötigste ist offensichtlich ein Fernseher. Gut, keine Ahnung, was das soll. Ich lasse mal offen stehen. Hunk-O-Matic Machine. Da kann man ein Workout dran machen. Ja, okay, mach mal. Süß. Oh, die Mumie da rechts ist ja auch hübsch. Schön mit Kurven. Okay, er fühlt sich jetzt viel stärker. Geht es nochmal? Fühlt sich
ja noch stärker. Ha, du hast genug? Niemals hast du genug. Nein, du hast nicht genug. Wenn du beim ersten Mal stärker fühlst, dann fühlst du dich beim dritten Mal noch stärker als beim zweiten Mal. Ja, okay, halt genug. Schade. Die Missmumie von 982 vor Christus. Weil sie die Frage stellt, 982 vor Christus, woher wussten sie, dass sie 982 vor Christus sind? Keine Ahnung, gute Frage. Jedenfalls ist hier eine Behindertentoilette. Okay. Traue ich mich, den Vorhang zur Seite zu ziehen? Oh, kannst du nicht bewegen. Oh, schade. Faszinierend. Faszinierend. Sink. Ja. Ich darf schon mal Poolwasser abfüllen. Stattdessen. Ja, zieh doch mal dran. Okay. Okay, ist da was drin? Faszinierend. Keine Ahnung. Da wird ja wohl jetzt nicht irgendwie Kettensägenbenzin oder so drin sein, ne? Nee. Okay. Schau mal aus dem Fenster. Kann ich das Fenster öffnen vielleicht? Ich sagte, Fenster öffnen. Nee, kannst du nicht. Okay. Ah! Das ist Ted. Das ist Ted. Für die gute Edna. Okay. Ach, der liegt gar nicht, oder wie? Vielleicht braucht er ja Batterien. Nee. Vielleicht braucht er Käse. Sein, keine Ahnung. Der andere wollte ja Käse. Oder nee, der wollte irgendwas essen. Keine Ahnung. Ketchup? Nee. Kann ich nicht einfach ansprechen? Nee, kann ich nicht. Kann ich ihn mitnehmen? Nee, geht nicht. Kann ich ihn umwerfen? Nope. Vielleicht in andere Richtung? Nein. Kann ich seine Mumifizierung öffnen, so bei dem Sarkophag? Nein. Es ist übrigens, dass er auch die Brille noch trägt, ne? Das ist ja witzig. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Oh, es klingelt. Warum klingelt es? Geh ich mal schnell zur... Ey, ich sagte, ich gehe mal schnell zur Tür. Es gibt eine Klingel. Es klingelt. Türklingel. Ob das wohl mein Paket ist? Oh! Der Paket. Briefkasten war links, ne? Geh ich da mal schnell hin. Ah, tatsächlich. Hier ist ein Paket. Und bevor er mich erwischt, verstecke ich mich vielleicht hier? Nee. Das ist Unsinn. Da hinten, da hinten. Ich glaube, es ist eine Sackgasse. So, sehr schön. Dann öffnen wir doch mal dieses Paket. Ein paar Briefmarken. Wer Fernsehen geschaut hat in den letzten Folgen, weiß, wofür die gut sind. Sehr schön. Aber es wäre illegal, das Paket zu öffnen. Ja, natürlich. Du bist auch hier, um jemanden zu retten, der illegal eingesperrt ist. Na gut, schauen wir uns das mal an. Sind auf jeden Fall nicht abgestempelt. Das heißt, die können wir benutzen, um uns beim... da will mich nur jemand veräppeln, was? Nächstes Mal kriege ich sie. Oh, er macht die Tür zu. Okay. Was war das denn im Fernsehen? Genau, ist doch diesen Spot, dass man... irgendwelche Musik und Bücher und so, ne? Einschicken kann. Aber man muss auf jeden Fall das Porto ausreichend bekleben. Also man muss ausreichend frankieren. Und das kann ich ja jetzt nun tun. Hoffe ich jedenfalls, dass es ausreicht. Das ist ja nur eine Briefmarke. Uah! Ach, oh Gott, ich dachte gerade, das wäre was. Gut. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt stark. Ich habe trainiert. Das heißt, vielleicht... Nee, ich schau mich erstmal um.
Was haben wir denn hier, wenn ich die Tür schon aufgemacht habe? Boah, jeden Morgen mit diesem Bild im Gesicht aufwachen, das würde ich hassen. Gesucht! Für für schreckliche Gewalt. Ein mörderischer, pinker, schleimiger Meteor. Wenn gefunden, kann man dann 9111 anrufen. Tube Socket. Da fehlt wohl ein Teil, okay. Eine Röhre nehme ich an, ein Tube. Ein Hightech-Radio. Ja, mach mal, benutz mal. Funktioniert leider nicht. Schade. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, okay, da fehlt wohl. Oh, was haben wir da? Beim 1977. Nehme ich mal mit. Warum nicht? Kann ich. Das wäre zu einfach, oder? Nee, das wäre zu einfach. Das wäre viel zu einfach. Uah. Holy moly, ist das ein riesiger Lautsprecher. THX-Sound. Sehr schön. See Ron Gilbert live at the Forum. Ron Gilbert ist auch ein Rockmusiker. Okay, interessant. Disco sucks. Das spricht für sich selbst. An meinen schleimigsten Sohn. In Liebe, Mama. Tentakel. Mating Calls. Okay, das klingt doch gut. Das nehme ich doch mit. Mondo Stereo. Was haben wir hier? Das ist eine süße Anlage. Okay. Kann ich die benutzen? Nee, da ist kein Tape drin. Immer noch nicht. Gut, Tentakel. Oh, ich bin so depressiv. Ich werde niemals meine Band starten. Mein Leben geht nirgends verläuft. Mein Leben geht einfach nicht voran und ich werde nichts erreichen und ich werde niemals irgendwas Sinnvolles tun. Und das ganze Essen hat auch nicht geholfen. So dick bist du doch gar nicht immerhin, ne? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ein gelber Schlüssel! Sieht aus wie ein Autoschlüssel. Okay, nehme ich mal mit. Ein Poster. Doberta in Konzert. Was? Ich liebe ihre Musik. Killing Me Repeatedly. Ist mein Favorite. Ist mein Lieblingssong. Killing Me Repeatedly. Keine Ahnung, worauf das anspielt. Ich verstehe es gerade nicht. Jedenfalls, ich habe einen gelben Schlüssel für das Auto. Das Problem ist ja nur, dass die Garage zu ist. Andererseits hieß es ja auch, ich kann es nicht bewegen, es ist zu schwer, glaube ich. Vielleicht kann ich die Garage jetzt hier anheben nach dem Training. Es wäre zwar unsinnig, weil die Stärkung ja streng genommen erst in der Ruhezeit nach dem Training geschieht und nicht sofort danach. Aber es ist ein LucasArts Adventure. Das muss nicht unbedingt Sinn ergeben. Aber dahin würde ich jetzt eh gehen. Dann kann ich ja mal ein bisschen Poolwasser mitnehmen. Und ansonsten würde ich mal sagen, die Folge ist schon wieder 20 Minuten lang. Meine Güte. Aber ich habe das Gefühl, ich habe zum ersten Mal jetzt mit diesem Spiel in der Folge wirklich was erreicht. Also, von daher würde ich sagen, das ist hervorragend. Und funktioniert das? Unglaublich, das funktioniert. Edsel. Ja, geil. Dann würde ich mal sagen, das Auto braucht Räder. Mist. Wenn ich noch zwei Schaltplatten finde, habe ich vier. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier etwas weiter um. Tentacle on board. Kein Baby. Na gut. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.